Hörst du? Hallo? Ja, sind Sie schon da? Noch nicht. Servus. Moin. Opa! Schon wieder. Wie ist es? Ja, ist auf jeden Fall schöner als letztes Jahr. Da war es ja aufgrund der Situation, dass es da Probleme da in Leutsch gab, dass wir wenig Zuschauer hier hatten heute. War natürlich Wahnsinn, der Empfang für viele Spieler. Das erste Mal und ja, wie du schon sagst, ich glaube, es gab noch nie einen anderen Derby-Sieger hier. Wie war das für euch heute in Leutsch, ohne die Fans im Rücken zu haben? War das ein Problem oder seid ihr so im Tunnel, dass ihr sagt, das habt ihr durch eure mentale Stärke auch wegbekommen?
Naja, wir mussten uns ja darauf einstellen. Es lag ja nicht in unseren Händen, wie die Entscheidung da ausfällt. Wir haben uns natürlich darauf eingestellt, dass es ein Kampfspiel wird, dass es natürlich gegen uns laufen wird, fantechnisch. Aber wir waren uns von vornherein sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen werden, auch wenn es am Ende ein zähes Stück Fleisch war. Okay. Jetzt geht es gegen den Chemnitzer FC in Chemnitz. Ja, um Pokalsieger zu werden, musst du auch die Stärksten schlagen. Chemnitz ist natürlich Spitzenreiter bei uns, wird in die dritte Liga aufsteigen. Natürlich ist es ein Hammerspiel auswärts, aber ich sag mal so, lass uns eine ordentliche Vorbereitung spielen und dann werden wir sehen, dann beim Halbfinalspiel. Wie sieht dein Weihnachtsprogramm aus? Ja, zum einen ist es so, dass ich nächste Woche noch eine Woche trainieren werde. Noch ein bisschen für meine Substanz, einfach für die Rückrunde. Dann werde ich eine Woche Ruhe machen, zusammen mit meiner Frau, meiner Tochter. Und dann werden wir hoffentlich ein gutes neues Jahr erleben. Und dann starten wir auch wieder. Okay, dann lass dich mal drücken. Nach Hiro Watahegi bist du der neue Derbyheld in Bronxider. Wie fühlt es sich an? Ja, Derbyheld würde ich mich jetzt nicht nennen. Ich denke, wir haben uns alle heute hier ein Denkmal gebaut, weil es wirklich eine kranke Mannschaftsleistung heute war. Wir haben wirklich gefightet. Es war ekelhaft, wie gesagt, ohne Fans dort, die ganzen Chemiker. War schon, ja, ein komisches Gefühl, aber umso schöner ist es, hier anzukommen und ja, das Bruno wackelt, glaube ich, jetzt. Ja, na, wie gesagt, mit den Fans war komisch, aber ja, wir wurden in den letzten Wochen, glaube ich, heiß gemacht auf das Spiel, weil wirklich in Leipzig... Deine Bratwürste. Oh, endlich. Nein, aber ich glaube, dieses Spiel bedeutet eigentlich für jeden Lokisten alles. Also haben es gerade die Fans gesagt, von mir aus können wir jetzt absteigen oder sonst was, machen wir nicht, aber das ist halt ein riesen Stellenwert für alle hier, die hier stehen und umso glücklicher sind wir natürlich, dass wir das Ding irgendwie da gerockt haben. Okay, ich hatte Benni gerade schon gefragt, jetzt ist natürlich der nächste Gegner ein vermeintlich sehr schwerer Gegner, der Chemnitz FC in Chemnitz. Was denkst du über das Los und wie siehst du die Chancen, dass wir da vielleicht doch noch ins Finale kommen? Ja, ich sage immer so, im Pokal ist wirklich alles möglich. Ob es jetzt Chemnitz oder Zwickau oder Bautzen gewesen wäre, wäre mir persönlich scheißegal gewesen. Wir werden natürlich wieder alles reinlegen in das Spiel und ich denke, da wird der Gästeblock auch wieder proppedicke voll sein wie in der Liga. Und ja, dann wird man sehen, was an dem Tag, was wir für eine Leistung bringen und ob Chemnitz vielleicht ein bisschen wackelt. Und ja, ich hoffe natürlich auf den Finaleinzug. Okay, dann wünschen wir dir auch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und eine gute Vorbereitung für die Rückrunde. Und bleib gesund und komm gut nach Hause. Dankeschön. Na? Ciao. Ja, ciao. Björn. Björn, du bist jetzt hier als Derby-Sieger. Matchplan aufgegangen, oder? Matchplan ist aufgegangen, wie die letzten Wochen auch. Ich denke mal, war ein schwieriges Spiel. Man hat auch erste Hälfte gesehen, dass irgendwo beide sich neutralisieren und auch nicht wirklich Derby-Stimmung aufkam. Bratwurst. In der zweiten Hälfte kam so ein bisschen die Emotion dazu. Aber ich denke mal, aufgrund des nicht gegebenen Elfmeters und ich sag mal so von den Chancen her, war es am Ende ein verdienter Sieg. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt. Die waren also jederzeit auch sehr fokussiert auf deinen Matchplan. Du hattest mir diese Woche schon mal gesagt, ruhig spielen, nicht in Rudelbildung gehen lassen und hat ja sehr gut geklappt, oder? War super. Ich denke mal, das, was Chemie wahrscheinlich vorhatte, haben wir nicht mitgegangen. Dadurch haben wir auch irgendwo ein bisschen Ruhe ins Spiel gekriegt. Auch wenn wir trotzdem es schwer hatten gegen Chemie, also die haben es eigentlich auch nicht schlecht gemacht. Aber wie gesagt, am Ende zählt das Ergebnis und das ist für uns. Wie geht der Abend jetzt noch aus hier? Ja, wir ziehen uns jetzt um, haben dann noch Weihnachtsfeier und dann trinken wir das eine Gläschen Wasser und dann gucken wir, wie der Abend endet. Sehr gut. Dann wünschen wir auch dir ein schönes Weihnachtsfest, eine gute Heimreise, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine tolle Vorbereitung. Bleibt gesund und wir sehen uns im neuen Jahr. Danke euch. Ich wünsche auch den Lokfans alles Gute zu Weihnachten und schöne Feiertage und vor allem guten Rutsch. Danke.